Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Boldcast Folge 14 mit Tato Comedy und Tatos Frau. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und dieses Mal ohne Zahnspange. Ja Leute, ich habe keine Zahnspange mehr. Ich trage keine Zahnspange mehr. Möchtest du auch was dazu sagen? Nee, ich mache mir eigentlich gerade nur irgendwie so Gedanken, warum du so redest, als, keine Ahnung, wäre es irgendwie so ein, so was. Punkt, Hörbuch oder irgendwie sowas. So, ne? Hä, wieso? Ja, das ist diese, meine Stimme, was soll ich machen? Diese beruhigende, quietschige, nervtötende, zu nette Stimme. Das ist meine Stimme. Was soll ich denn machen? Ja. Ich kann nichts gegen meine Stimme. Sie ist okay. So. So, mit dem heutigen Thema. Heute mal wieder heiße Zöpfchen, wa? Heute, ja. Das Ding ist, ich muss schon lange zum Friseur und meine Freundin, aka Friseurin, hat keine Zeit für mich. Also muss ich jetzt flechten. Hast du dich im Stich gelassen? Ja. Du hast jetzt die Chance, die Freundschaft zu kündigen. Nein, ich kündige doch nicht meine Freundschaft, weil sie keine Zeit für mich hat. Na doch. Nein, das macht man nicht. Ich rede für sie. Sie kündigt die Freundschaft. Tut sie nicht. Doch. Nein. Doch. Ich liebe meine Freundin. Nein, sie kündigt die Freundschaft. Und ich liebe sie nicht nur dafür, dass sie meine Haare macht. Und wenn sie halt keine Zeit hat, dann muss ich halt warten. Sie hat nur über dich geflucht. Das stimmt gar nicht. Hör doch, auf, Mann. Du kündigst die Freundschaft. Nein. Du hast sie noch nicht mal mehr in deine Kontaktliste drin. Hör auf zu lügen. Ich du hast sie nur noch unter Buchstabe A gespeichert. So einfach schnell abspeichern. Ich schicke gleich einen Screenshot, damit sie weiß, dass das nicht ja, stimmt. Ja. Also, heutiges Thema lautet, Tarek. Wir haben heute das Thema ausgewählt, beziehungsweise es wurde uns vorgeschlagen. Zwei Themen haben wir gehabt, glaube ich. Ja. Ne? Rassismus und Mobbing. Und ich möchte einmal ganz kurz noch mit reinschwenken. Wenn wir über Mobbing sprechen, sprechen wir auch über Internethass. Definitiv. Internet-Hate ist ein riesengroßes Ding, was uns auch schon betroffen hat. Da müssen wir ganz klar sagen. Und aus diesem Grund, wir müssen drüber sprechen. Wir müssen drüber sprechen. Unsere Community möchte es hören, also kriegen die das auch. Und wenn ihr uns noch nicht auf TikTok folgt, dann folgt uns gerne auf TikTok. Genau. Wir würden uns sehr freuen. So, also fangen wir an. Fangen wir an mit Rassismus. Mich würde interessieren, ob du schon mal, also ich meine... Diese Frage wollte ich dir gerne gerade verpassen, die du gerade erst aussprechen willst. Ob ich Erfahrungen mit Rassismus gemacht habe? Also ich würde jetzt fast behaupten, dass ich schon ziemlich deutsch aussehe. Also wann hätte man mich rassistisch angreifen können? Weiß ich nicht, aufgrund deines Geruchs oder... Dann ist kein Rassismus, dann ist es irgendwas... Nee, das ist auch Rassismus. Das ist dann wenn Mobbing. Man sagt, die und die Nationalität stinkt. Das ist schon Rassismus. Ja, aber wie gesagt, das kannst du ja auf mich nicht beziehen, Nein. weil Also du ich hast noch nie damit Erfahrungen gemacht. Nein, noch nie. Also kannst du auch da eigentlich nicht mitreden. Nee, aber gut, ich höre dir gerne zu. Dann geh in die Küche, mach da, was du machen willst oder ja, sollst. Ja, das Ding ist, ich krieg's ja bei dir mit. Also ich krieg's bei dir mit und ich krieg es halt also, andersrum mit. Ich mache, ehrlich gesagt, also täglich wäre übertrieben, aber mindestens einmal die Woche mache ich Erfahrung mit Rassismus. Rassismus muss nicht sein, dass jemand mir wortwörtlich sagt, du scheiß Kanacke. Nein, Rassismus sind auch manchmal, also finde ich, so nehme ich es wahr, auch nur Blicke, wo ich einfach reingehe und ich werde schon so angeguckt und da weiß ich, ich bin nicht willkommen. Aber meinst du, dass es daran liegt, dass du jetzt schwarze Haare hast? Oder könnte es vielleicht auch sein, dass du vielleicht einfach als Mensch nicht so gern gesehen bist? Also, naja, irgendwie habe ich dieses Problem irgendwie immer einmal die Woche so irgendwie. Ja, vielleicht mag also, man dich ja. Das habe ich auch. Nee, das, also, nee. Also mich nicht mögen, das auch. Ist schon... Komische Blicke kriege ich auch. Ja, bei dir ist aber was anderes, weil du ja immer richtig aufgedonnert bist und dann gucken dich, entweder gucken dir die Männer hinterher oder die Frauen gucken dich an und denken sich, was denn für eine billige Tuse, die so geschminkt ist. So, da hast du immer so einen Zweier-Effekt. Es könnte aber auch sein, dass die Leute erkennen, dass ich Russin bin und deswegen nein, mich nein, nicht das ist bei dir, weil du aufgedonnert bist. So, wenn okay, du aber bei dir könnte es vielleicht an deinen Locken liegen. Du hast nein, ich habe ja nicht immer Locken gehabt im Leben. Also nee, es sind die Blicke, die mich, ehrlich gesagt, stören. Und ich merke es immer wieder, auch an Kassen, ja, an Supermarktkassen, wo ich dann bewusst anfange, Deutsch zu sprechen. Und dann beobachte ich diese Menschen, die mir vorhin diese Blicke gegeben haben, die gucken dich dann wieder ganz anders an. Die haben eventuell nicht damit gerechnet, dass du jetzt da so eine deutsche Palette dahin legst. Damit haben sie nicht gerechnet.
Und das ist für mich Alltagsrassismus. Wo mir das Ganze noch auffällt, ist, muss man leider sagen, ich bin zwar nicht mehr in der Schule und so weiter und so fort, aber früher, es gibt durchaus leider Eltern und so weiter und so fort, die das so ihren Kindern weiterprägen. Kinder an sich haben eigentlich nie damit ein Problem. Man merkt es in Kindergärten, die haben nie Vorurteile. Du siehst die Chinesen mit den Afrikanern, mit den Arabern, mit den Deutschen, mit alles. Ne? Die sind alle auf einem Fleck. Und noch nie kam meine Tochter zu mir an und hat wirklich die Frage gestellt, Papa, warum hat er eine andere Hautfarbe? Ich habe damit eigentlich gerechnet, dass sie irgendwann mal damit ankommt und sagt, warum ist meine Hautfarbe so, warum ist seine Hautfarbe so, warum sind seine Augen so? Kam nie, wirklich nie. Und dieses Wissen oder diese Fragen, die entwickeln sich erst später. Da, wo ihre Eltern dann eventuell nach Hause kommen und Kinder kriegen so viel mit, das nimmt man gar nicht wahr. So, dann kommt der Typ nach Hause und sagt, hey Schatz, da war an der Kasse ein Dreckskanacke, der stand da und hier und da. Und das kriegen die Kinder mit. Und so überträgt sich auch Rassismus. Wie geht es weiter? Die Kinder entwickeln dann untereinander eine Gruppe, wo die andere Gruppe ausgeschlossen ist. Geburtstage, damit habe ich auch oft die Erfahrung gemacht, dass da wirklich nicht die anderen eingeladen waren. Ja, und ohne auf irgendwelche Namen drauf zu kommen. Du weißt auch schon, wo wir auch mal solche Erfahrungen gemacht haben. Mit unserer Tochter. Ja, so, ja. Da wird unsere Tochter nicht eingeladen. Und wenn du dann siehst, wer alles eingeladen war. Es sind nur die deutschen Kinder. Ja? Und das ist auch Rassismus. Und das versucht man irgendwie der Tochter zu vermitteln. So, dass es auch manchmal blöde Menschen da draußen gibt, ja? Und das ist für mich Alltagsrassismus. Das merkt man nicht. Diese Leute, wenn du die ansprichst, die werden auch sagen, das stimmt doch gar nicht. Es hat sich nur so ergeben. Nein, es hat sich nicht so ergeben. Es ist ganz bewusst. Es ist bewusst, dass diese Kinder ausgegrenzt werden. Ja. Ich möchte einmal noch eine ganz kurze Begebenheit dazu beitragen. Und zwar, ich weiß nicht, mit Sicherheit habt ihr dieses Video vom Aldi Nord in Berlin-Kreuzberg gesehen. Wo ein, ich glaube, er hieß Prince irgendwas, also wo ein POC im Supermarkt gewesen ist und da stand ein Deutscher, augenscheinlich so Deutscher, und so mit Blick auf ihn gerichtet, hat er dann zu seiner Begleitung gesagt, zu einem Schaumkuss hat er dieses alte Wort N-Punkt-Kuss gesagt und sagte, ja, komm, sollen wir mal so einen schönen N-Punkt-Kuss mitnehmen? Und das hat er natürlich gehört, ist zu ihm hin und hat versucht zu erklären, weshalb es eine Beleidigung ist und weshalb man dieses Wort nicht mehr gebrauchen sollte. Und dieser werte Herr hat darauf bestanden, dieses Wort weiter sagen zu dürfen, denn ich habe es mein ganzes Leben lang gesagt, das muss ich mir nicht verbieten lassen. Wo steht das, dass ich das nicht sagen darf? Und das ist A, Alltagsrassismus, und B, eine absolute Unverschämtheit, und C, so eine Ignoranz. Ich meine, wenn du es schon vorher nicht gewusst hast, weil du in diesem Bereich nicht so versiert oder gebildet bist, aber dann kommt jemand aus dieser Gruppe und sagt dir, hey, das, was du gerade sagst, ist nicht in Ordnung, denn es ist eine Beleidigung, und du bestehst dennoch darauf, das sagen zu können. Genauso wie das mit dieser Z-Soße und so. Genau dasselbe Spielchen. Da finde ich es ganz tragisch, dass wir, zum Beispiel ich als eine Weiße... Wie heißt die Soße jetzt eigentlich? Ich glaube, so ungarischer Art. Soße ungarischer Art. Also das hat aber man jetzt so gesehen... Die Z-Punkt-Soße zu einer Soße ungarischer Art gemacht. Ja, aber so gesehen würde man ja zu den ungarischen Leuten Z sagen. Nein, weil Z ist eine Beleidigung, verstehst du? Ja, aber das ist so der Umkehrschluss. Nein, so also ist ein auch Ungare, nicht korrekt, so ungarischer Art. Nein, ein Ungare ist ein Ungare. Aber ja, ein aber Sinti früher, und Roma ist ja, kein Z. Aber was früher die Z-Soße war, heißt jetzt ungarische Art. Ja. So, das ist genauso, wie würdest du es eine deutsche Soße machen? Ja, rausnehmen. Nein. Es ist zu Soße vergleichen wie Art. Zum Beispiel, wenn ich sage, das ist ein Kackhaufen. Du sagst, das ist jetzt eine Beleidigung, dieses Wort. Dann sage ich, okay, dann nennen wir das anders. Das ist dann nicht mal ein Kackhaufen, das ist dann ein Haufen ungarischer Art. Du so, weißt du, was ich meine? So. Gerade auf was Ekliges. Die ja, Soße? Aber das Z-Wort Nein. ist ja, ja aber, beleidigend. Und es hat keine Nation verdient, dieses Wort zu kriegen. Ja. So. Aber diese Soße, trenn dich mal von dem Gedanken der Soße. Die Soße ist einfach nur eine Soße, die man das Leben lang Z-Soße hat. Ja, aber die Rezeptur ist doch so geblieben. Die Rezeptur ist so geblieben, aber ja, es geht ja gar nicht um die... der Haufen Kacke ist auch so geblieben. Es geht nicht um die Soße. Aber der Haufen Kacke ist doch auch es so geblieben. Es geht nicht um die Soße, es geht um die Bezeichnung der Soße. Die Soße ist dieselbe, die Bezeichnung hat sich geändert. Zu Recht,
weil sich diese Bevölkerungsgruppe beleidigt gefühlt hat. Ich finde, man hätte keine Nation nehmen müssen. Man hätte irgendwas anderes nehmen Man hätte sagen können, keine Ahnung, Soße mit Paprika oder was da drin. Ja. Paprikasoße, meinetwegen. Ja, fertig. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich finde es einfach nur, ich als weiße Person kann mich nicht arrogant vor jemanden stellen und sagen, ich habe dieses und jenes Wort mein Leben lang gebraucht. Und du nach dem Motto, du hast dich ja gar nicht, oder du übertreibst oder so. Das sind so Sachen, wenn du dich selber nicht in die andere Person, oder wenn du nicht zu dieser Bevölkerungsgruppe gehörst, dann hast du das gar nicht zu entscheiden. Genauso wie ganz absolut zu Recht, ich weiß nicht, in welchem Fernsehsender das war, ich glaube, es war der ZDF oder so, diese Fünfer-Talkrunde mit diesen fünf weißen Personen, die da saßen und darüber diskutiert haben, ob dieses Z-Wort jetzt verbannt werden sollte, als Beleidigung gesehen sollte oder nicht, wo alle gesagt haben, nee, voll übertrieben, muss man gar nicht. Ach, da, wo die eine sich da hervorgehoben hat. Genau, gesagt, ich bin eine blonde Frau mit großen Brüsten, ja, was denkt ihr, was ich mir anhören muss? Ja, tut mir leid, aber das ist absolut nicht vergleichbar. Absolut nicht vergleichbar, total an den Haaren hergezogen. Und wie gesagt, ich finde, dass jemand, der nicht dazu gehört, dass überhaupt gar nicht das Recht dazu hat. Dass aber ich glaube, da hat die Enisa Amani hat da so ein Gegenbattle gemacht. Genau, die hat dann fünf tatsächlich POCs und Sinti und Roma und so weiter hat sie eingeladen und das fand ich cool. Das muss man auch wirklich sagen an Enisa Amani, die kümmert sich immer oft um solche Sachen. Nee, das muss man sagen. Was Rassismus und so betrifft, da ist sie immer gut dabei. Ja. Ja, definitiv. Ja, Alltagsrassismus, auch diese eine Story da, die du gerade erwähnt hast mit Aldi. Ach, da habe ich gar nicht zu Ende erzählt. Ja, ne? Zumindest der POC ist rausgeflogen. Er wurde noch beworfen vom Filialleiter von Aldi. So nach dem Motto, ja, was willst du hier? Und ist es keine Beleidigung? Wo steht das geschrieben? Und so weiter und so fort. Er wurde rausgeworfen. Er wurde mit dem Karton beworfen. Er hat Gott sei Dank ein Video gemacht, hat das Ganze auf Instagram hochgeladen, hat eine riesengroße Diskussionswelle ausgelöst, absolut zu Recht. Zumal auch keiner eingeschritten ist. Keiner hat was gemacht, alle standen da und haben zugeguckt. Ich muss keiner aber auch sagen, an Aldi, die reagieren sofort. Die haben also reagiert. Also wirklich, versucht das mal selber aus, kauft euch ein Produkt, verlinkt Aldi drauf, geht dann in eure Stories auf Instagram und ihr werdet sehen, die reagieren darauf. Auf die Nachrichten auch, muss man sagen, die sind erreichbar. Auf jeden Fall haben die jetzt eine Aktion gestartet, nochmal, um die Mitarbeiter deutschlandweit zu sensibilisieren auf das Thema. Und sie haben den besagten Filialleiter, ich glaube sogar den Security-Typen, haben die rausgeworfen. Und die haben nochmal um einen direkten Dialog mit dem Opfer gebeten. Mhm. Also deswegen ganz großes Lob an Aldi an dieser Stelle. Ein großer Konzern kann nichts für die einzelnen Mitarbeiter. Nein. Wenn da jemand dieses Gedankengut hat, wird er das auch nicht von vornherein zutage, nach außen hin strahlen. Ja, in solchen Situationen. Das ist aber wieder der Alltagsrassismus. Ja, ganz genau. Den ganz genau. Viele nicht so ganz bewusst sind. Ja. Auch diese Story da jetzt, Aldi. Okay, also es gehörte sich nicht. Ich hätte an der Stelle des Opfers, wäre ich jetzt nicht so lange im Laden geblieben, ich hätte das Material aufgenommen, was wichtig ist für die weitere Vorgehensweise. Ich hätte den Laden aber schneller verlassen, weil dadurch ist das Ganze noch schlimmer geworden. Also ich gehe ja auch nicht, ich gehe jetzt auch nicht in einer rechtsradikalen Demo rein, sage ich mal. Es wird zu keinem Ergebnis führen. Er hat ja gesehen, es sind 20 Leute drumherum und die schießen alle auf ihn drauf, In dem Augenblick, wo ich mein Material auf dem Video hatte, hätte ich den Laden sofort verlassen, weil das war auch für ihn gefährlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, das war schon. Allerdings bin ich da auch bei ihm, weil ich mir denke, wieso muss ich mir das in diesem Fall gefallen lassen? Aber es wird ja nicht besser gerade. Ich meine, er ist ja auch gegangen. So, er ist ja gegangen. Ich wäre an seine Stelle viel früher gegangen, aber umso besser, dass er länger geblieben ist. Man konnte dann sich noch ein besseres Bild von dieser ganzen Lage verschaffen, weil dann sagen natürlich dann auch Leute, ja, hättest du auch mal im Vorfeld und im Nachhinein noch was filmen sollen. Er hat von vorne bis hinten gefilmt. Richtig. Fand ich klasse. Und auch ich habe einen engen Freund und auch Freunde, die, sage ich mal, eine dunkle Hautfarbe haben. Und ich habe einen angesprochen, habe ihn über diese Situation, sage ich mal, mich hat seine Meinung interessiert. Und er hat etwas gesagt. Das fand ich echt klasse, was er gesagt hat. Es gibt ja Leute, die sagen, wieso ist das Wort verboten? Das gab es doch schon vor 30 Jahren und so weiter und so fort. Und er hat mir gesagt, warum versucht man krankhaft ein Wort durchzusetzen, wo andere der Meinung sind, dass es beleidigend ist? Und damit hat er recht. Es ändert sich ja nichts an der Rezeptur.
Also dieser Dickmann bleibt ja ein Dickmann. Und der schmeckt weiterhin genauso, wie der vorher war. Und wenn eine Mehrheit sich dafür entscheidet, dieses Wort nicht mehr zu benutzen, dann hat man es zu akzeptieren. Ganz genau. Das war echt eine schöne Message, muss ich ehrlich sagen. Für uns ist es kein Problem, ein Wort aus unserem Sprachgebrauch zu streichen. Du kriegst weiter deinen Dickmann. Es verletzt dich. Ja. Also tut es mir leid, dass ich es in dem Moment vielleicht so nicht wusste oder nicht wahrgenommen habe. Tut es mir leid. Und ich streiche dieses Wort. Ganz einfache Kiste. Ja. So, wo wir dann... Hast du noch ein paar so Alltagssachen? Also ich habe viele. Einmal ist mir das aufgefallen. Einmal, ich weiß noch, wir waren, wir wollten in die Stadt, wollten parken und wir hatten zwei Kinder im Auto und es gab nur einen Eltern-Kind-Parkplatz und dann alle Leute, die keine Kinder haben und auf dem Eltern-Kind-Parkplatz parken. Das macht man nicht. Macht das ja nie. Macht das nicht. Macht das nie wieder. Ja, und ich sag euch eins, es guckt nicht immer alle weg. Ihr werdet irgendwann mal die Erfahrung machen, wo jemand sich einmischt. Und ich gehöre zu diesen Personen, die sich einmischen. Ich habe früher auch so gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gedacht, oh, keiner da, stelle ich mich drauf. Nein, das macht man nicht. Es hat schon seinen Grund, warum diese Parkplätze breiter sind. Es hat seinen Grund, warum diese Parkplätze vorne am Eingang sind. Es ist anstrengend, mit Kindern einkaufen zu gehen. Und genau deswegen sind diese Parkplätze da. Ja. Also so. Für Eltern mit Kindern. Dreht dann noch ein, zwei Runden mehr und holt euch woanders euren Parkplatz, aber lasst diese Parkplätze in Ruhe. Ich weiß auch, dass gesetzlich kein Anspruch darauf besteht, aber aus Kulanz solltet ihr diese Parkplätze bitte, bitte, bitte in Ruhe lassen. Ich meine, wir sind in Zeiten von Corona, wir sprechen hier ständig von Solidarität und Nächstenliebe und so weiter und so fort. Also bitte lasst es nicht mit dem Eltern-Kind-Parkplatz. Also ich mag sowas gar nicht. Also ich mach's nicht. Aber wäre das nicht strafbar, ich würde euch die Reifen durchstechen. Soll ich euch mal was sagen? Wenn ihr auf dem Eltern-Kind-Parkplatz parkt, ich steche euch die Reifen kaputt. Ich habe einmal... Da keinen Bock drauf auf so solche Vollpfosten. Ich habe einmal, da war ich 19, da habe ich auf dem Behindertenparkplatz geparkt. Das macht man auch nicht. Und ich schäme mich dafür. Ich wurde tatsächlich auch angesprochen. Ja, darauf. Ist auch richtig so. Aber, ich habe auch einmal auf dem Schwerbehindertenparkplatz geparkt. Ja, das macht man nicht. Und ich wurde abgeschleppt. Ja? Ich kam eine Stunde später zum Auto, ich wurde abgeschleppt. Ja. So. Und dadurch, dass mein Vater eine Schwerbehinderung hat und manchmal sehe ich das, dass manche diesen Parkplatz auch nehmen und ich muss dann mit meinem Vater weiter parken und er trägt eine Prothese, er hat eine Prothese. Also ich wünschte mir, ich könnte ihn jeden Meter ersparen. Und das regt mich auf, das macht man nicht. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, da ist jemand, der ist im Rollstuhl oder sonst was, ihr könnt laufen, er nicht. Haut ab von diesen Parkplätzen, ihr Vollspackos. Ja, definitiv. Also falls ihr das, unsere Follower sind alle gebildet. Das ist ja, das muss man sagen. Nicht, vor allem deine Follower, die sind alle gebildet. Die sind gebildet, Tarek. Die sind teilweise wirklich, die haben so erwachsene... Jemand, der dir folgt, kann nicht gebildet sein. Die haben so erwachsene und anständige Ansichten, Tarek. Nee, das muss man sagen. Follower sind auch alles Ehrenfrauen und Ehrenmänner. Das sind Habibos. Das sind Habibos. So, meine Follower auf jeden Fall. Ich liebe euch an dieser Stelle, muss ich auch ehrlich sagen. Ja doch, das muss man ganz klar sagen. Ach, filmen diese Geschichte jetzt zu Ende zu führen. Erzähl du mal, wie du das auch. Ja, was ist, genau, diese Parkplatzsituation. Richtig. Ja. Erzähl mal, wie das gewesen ist. Wir haben eine Runde gedreht, es war ein Parkplatz frei, den habe ich sofort gesehen, wie ein Bussardauge. Elternkind-Parkplatz. Und vor mir fährt einer rein. Ich bin eine Person, die nicht einfach wegguckt. Ich habe mich genau dahinter gestellt und ich wollte gerne sehen, wer jetzt aussteigt. Es ist einer ausgestiegen mit seiner Frau und ich habe gedacht, jetzt kommen die Kinder noch raus. Dem war nicht so. Ich habe dann meine Scheibe runtergemacht, habe ihm gesagt, was los, kommen deine Kinder noch raus oder sind die irgendwo im Kofferraum? Und dann hat er gesagt, nö, die sind hinten drin. Und da habe ich gesagt, okay, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Ich bin aber nicht weggefahren. Ich wollte die Kinder sehen. Einmal nochmal prüfen hier. Ich bin da stehen geblieben und dann guckte er mich so an. Ich dachte so, ja, wo sind denn die Kinder? Und dann sagte er zu seiner Frau, komm Schatz, steig ein, der scheiß Dreckskanacke will den Parkplatz haben. Ja. Und was mich aber gewundert hat... Seine Frau war Asiatin. Seine Frau war eine Asiatin. Ja. Die hätte weggehen müssen, hätte sagen müssen, was hast du da gerade gesagt? Das war auch so das erste Mal, dass ich so richtig erlebt habe, wie er angegangen wurde, wie darauf eingegangen wurde, dass er... Ja, ein nicht europäisches Aussehen hat. Ich habe auch mein Auto geparkt
Und ich habe ja gesehen, wo er lang gefahren ist. Ich bin da hinten hingegangen. Mhm. Ich habe ihn aber leider nicht mehr erwischt. Was hast du denn gemacht? Ich hätte ihn eine gepfeffert. Also ich hätte ihn auf jeden Fall nicht gepfeffert, weil ich bin immer so ein Freund, auch wenn ich sage, ich hätte ihn gerne eine reingehauen, aber dadurch kann er dich anzeigen und du bist dann dran wegen Körperverletzung. Ja. Ich hätte ihn aber richtig, richtig erniedrigt. Ich hätte ihn richtig mit Worten komplett platt gemacht. Mhm. Ich hätte ihn richtig blamiert. Sowas kannst du gut. So. Naja, sowas kannst du gut. Und das muss man schon sagen. Wäre auch hingegangen, Kopf an Kopf und hätte ihm gesagt, das sag mal jetzt bitte noch einmal, weißt du? So, wenn er dann meint, er müsste zuerst seine Hand erheben, dann hat man in Deutschland auch eine gewisse Möglichkeit, Notwehr. Mhm. Aber ich hätte ihn richtig, richtig in die Sackgasse genommen. Das hier, wir machen jetzt einen direkten... Aber ich könnte nämlich noch weiter und weiter über Rassismus reden. Alles Mögliche. Ja. Selbst in Supermärkten hatte ich das mal, wo ich mal gefragt habe, haben sie Fladenbrot? Und da hat jemand gesagt, wir haben den deutschen Supermarkt, gehen Sie doch dahin, wir haben den deutschen Supermarkt. Hey, chill doch mal. Die ganzen Produkte bei Aldi und Lidl und keine Ahnung, sind auch alles keine deutschen Produkte. Hm. Gibt es deutsche, es gibt auch ausländische Produkte. Da habe ich kein Recht zu fragen nach dem Fladenbrot. Ja, das ist aber echt rein. Ja, das ist Alltagsrassismus. Du hast das nur nach Fladenbrot ja, gefragt. Das kriegst du immer wieder. Oder wenn ich nach einem Ayran frage oder was weiß ich. Oder wenn ich zu irgendwelchen Leuten sage, ja, was geht am Wochenende? Und ich sage, ja, ich gehe mit ein paar Kumpels Shisha-Bar. Ja, das war klar, dass so Leute wie du in eine Shisha-Bar gehen. So, das ist auch Alltagsrassismus. Ja, doch, das ist es definitiv. So, diese Leute sind sich nicht bewusst. Ich könnte aber ehrlich gesagt noch 10 Stunden darüber reden. Ja. Wie gesagt, also Rassismus, egal in welche Richtung er geht, ist einfach, das ist so dumm. Also es gibt wirklich Leute, die sagen mal was, aber wissen nicht, dass das eigentlich Rassismus ist. Stellt euch immer die Frage, das ist so eine kleine Brücke, könntet ihr diesen Satz, den ihr dieser Person gerade sagt, auch zu einem Deutschen sagen? Mhm. So, und wenn ihr das verneint, dann könnte das Alltagsrassismus sein. Aber wie gesagt, es kommt auch immer darauf an, mit wem du gerade, glaube ich, sprichst. Wenn es dein Kumpel oder so ist und du sagst, man kann Spaß unterscheiden, oder so. Natürlich. Aber das ist dann, das ist Ölauge, dies, das ist Spaß, alles cool. Aber wenn es wirklich eine fremde Person, wenn ich da frage, haben sie Fladenbrot und da ist jemand mit einem Lächeln, der mir sagt, hey, hör mal, wir sind hier im deutschen Supermarkt, Mensch. Immer so ein bisschen mit so einem Lächeln, so, dann würde ich auch nur als Spaß nehmen, so, ne? Und es gibt aber auch Leute, nicht jeder. Nein, es gibt aber Leute, die gucken die schon so richtig grimmig an, schütteln mit dem Kopf und sagen, gibt's nur beim Türken. So, der Weiße, alles klar. So, das muss man immer unterscheiden. Ja, das Ding ist bei uns, wir leben ja halt ein... Und eine Sache habe ich noch, sorry, dass der jetzt reingrätsche. Auch dieser eine sehr, sehr gute Freund, den kenne ich seit der ersten Klasse und selbst da... gab es Alltagsrassismus. Wir waren... Ja. Er ist jetzt auch ein POC, muss ich noch mal dazu sagen. Hört zu. Er kommt ursprünglich aus Ghana. Mhm. Wir waren zusammen in der ersten Klasse und wir haben Sportunterricht gehabt. Und wir haben immer zum Aufwärmen ein Spiel gespielt. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Mhm. Und er war immer in der Mitte. Und so in der zweiten Klasse kam er zu mir an und sagte, Tarik, meinst du, ich muss immer in der Mitte, weil ich eine andere Hautfarbe habe? Und erst da ist es mir aufgefallen, dass der Lehrer ihn immer in der Mitte reingetan hat beim Spielen. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Boah, das ist richtig traurig. Das ist traurig, Mann. Ja, das ist traurig. Das ist echt traurig, das ist Alltagsrassismus. Klar ist er irgendwann mal auch dran, weil alle da auch mal drin sind. Ne? Mhm. Aber er war immer nur dran. Mhm. Das ist traurig. Da gab es auch mal eine andere Story. Da waren wir irgendwann mal auch in der Berufsschule. Und irgendwann mal kam die Regelung, man darf nicht auf dem Schulhof rauchen und so weiter und so fort. Und da hat er geraucht und er wurde erwischt. Mhm. So, dann saßen wir in der Klasse, da kam der Klassenlehrer an und sagte, Punkt, wenn ich noch einmal mitkriege, dass du geraucht hast, dann bist du dran. Mhm. Und da hat er gesagt, Herr, Punkt, hier sind aber über 3000 Schüler auf der Schule, warum war ich das? Und da hat er zu ihm gesagt, diese 3000 Schüler sehen aber nicht so aus wie du. Ehrlich? Ja, das ist auch Rassismus. Ja, aber das ist schon offensichtlich Rassismus. Weißt du, Rassismus. So, das ist Rassismus. Warte, warum ist er da und knatscht an die Fensterscheibe? Hört ihr das? Ja. So, jetzt können wir einen gesunden Schwenker machen zu Mobbing. Richtig, wir machen direkt einen gesunden Schwenker zum Thema Mobbing, weil das Ganze irgendwie miteinander zusammenhängt. Rassismus, okay, du wirst diskriminiert aufgrund deiner Herkunft, aufgrund dessen, dass du nicht deutsch aussiehst. Mobbing, du wirst diskriminiert, du wirst fertig gemacht, du wirst beleidigt aufgrund von allen möglichen Dingen. Mhm. Also, da sind wir auch ganz schnell beim Thema Hate Speech im Internet. Warte mal, ich muss da irgendwas werfen. Kisch! So. Sorry.
Das ist ein Real-Video. Wir brauchen nichts schneiden. Wir sind so, wie wir sind. Ist mir auch zu anstrengend. Ich schneide diese Videos nicht. Hast du ihn gerade mit einem Nagelclipser abgeworfen? Nein, ich habe ihn zu ihm hingeworfen, damit er abgelenkt ist. Wo ist der Fisch? Kennt ihr diese Fischspielzeuge für die Katzen? Das Problem ist, wir haben zwei Katzen. Einer aber ist nur ein dominanter Fisch als der andere. Ja. Und der hat den Fisch. Soll ich ihn da wegtun? Das nervt. Nein. So, auf jeden Fall. Dinge, die ich mir schon mal im Internet anhören durfte. Diese Frau hat mehr Stimmbruch als mein Bruder. 20 solcher Kommentare unter einem Video ist kein Spaß. Ich lüge euch. Oder sie hört sich an wie Farid Bang. Auch richtig, ist das Farid Bang hinter der Kamera. So. Punkt Nummer 2, ganz häufig, da habe ich meine Zahnspange noch getragen. Oh mein Gott, was sind das für Zähne? Geh mal bitte zum Zahnarzt. Hast du schon gesehen, dass deine Zähne braun sind? Sieht echt eklig aus. Was war noch? Dein Alter. Warte. Also, das wirklich etliche solcher Kommentare. Ich wünschte, ich könnte die alle auf einmal hochladen. Etliche solcher Kommentare, was die Zähne betraf, ja? Mein Alter. Wir haben ein Video hochgeladen, wo ich beiläufig erwähnt habe, er hat gesagt irgendwie, du bist, wie alt bist du nochmal? So nach dem Motto, um nochmal deutlich zu machen, dass ich alt genug bin, um das selber zu entscheiden. Wie alt bist du nochmal? Und ich sagte 28. Und er sagte, siehst du, kannst du selber entscheiden. Aber das war nicht Hauptthema dieses Videos. Und dann ging's los. Hunderte Kommentare, oh mein Gott, wenn die 28 ist, dann bin ich 12, die ist doch locker älter als 40, diese Frau ist 45, wie kann man denn so alt aussehen, die ist keine 28 und einer sagte, solange du mir dein Perso nicht zeigst, bist du für mich 45. Und da? Leute, ich habe geweint. Ja, an diesem Tag, ich habe geweint. Sie hat geweint und was mich an dieser Sache gestört hat, war, es gibt wirklich dumme Menschen, die nicht wissen, wie die sich ausdrücken. Mhm. Und was mich so richtig gestört hat, war, wenn ich zum Beispiel, viele Leute haben damit ein Problem gehabt, dass ich daraus ein Duettvideo gemacht habe und eine an den Pranger gestellt habe und so weiter und so fort. Da hieß es, ist doch nur ihre Meinung und was weiß ich, was regst du dich denn so auf? Nein, viele verwechseln Meinungsfreiheit mit Beleidigung und Unverschämtheit und Respektlosigkeit. Ja? So, da hört die Meinungsfreiheit für mich auf. Ja. Und mein Problem war eigentlich, dass jemand da steht und sagt, ich bin 28 und die Leute schreiben, sie ist aber aus wie 50. Ich habe dich nicht danach gefragt. Und wenn ich mit einer Frau rede oder mit einem Mann rede und der sagt zu mir, oh, heute fühle ich mich super, ich war heute auf der Waage, 70 Kilo und ich denke mir vielleicht, sie ist aber aus wie 150 Kilo, dann denke ich mir das nur. Aber ich sage ihm das nicht, weil ich ihn dadurch verletze. Ja, der Kater nervt dich. Der nervt gewaltig. Hau ihn da weg. Ist da ein Insekt zwischen den Jalousien? Keine Ahnung, lass mich mit dieser Kamera vor. Also was mich an dieser ganzen... Ich glaube, es war gar nicht der Umstand, dass mir das gesagt wurde, sondern es die war... Die Dreistheit. Eher, es war die Dreistheit dahinter. Ja, aber richtig. Wieso nimmt man sich das Recht, so etwas rauszuhauen? Ja. Zumal auch ungefragt. Ja. Und deshalb möchte ich bitte einen ganz, ganz großen Tipp geben an alle, bevor du eine Nachricht abschickst. Denk darüber nach, wie du dich fühlen würdest, wenn du diese Nachricht bekommen hättest. Ja. Kannst du sie dann immer noch mit reinem Gewissen abschicken? Dann go for it. Kannst du es nicht löschen? Ich verstehe sowieso nicht, warum jeder irgendwie das Bedürfnis hat, seine Meinung zu teilen. Ich sehe, es gibt wirklich Leute, die denken immer straight und go for it and back and go down. Wollen wir heute das auf Englisch machen? YouTube machen oder was? Ich sag das einfach so. Wir sind hier in Deutschland, also wird hier auch Deutsch gesprochen. Das Ding ist, was mich halt auch immer wundert, ist gerade bei TikTok, wo ich auch unter ganz vielen anderen Videos so Sachen sehe, jeder nimmt sich das Recht, einfach alles rauszuhauen, was er gerade im Kopf hat. So ohne irgendwie darüber nachzudenken. Hallo, es sind Menschen auf der anderen Seite des Bildschirms. Was bist du für ein Mensch? Haben die keine Erziehung? Haben die keine Respekt? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben auch gesehen, in vielen Fällen, wozu Mobbing führen kann. Und nicht jeder ist einfach mental stark genug, um das, und jetzt abgesehen von diesen ganzen öffentlichen Videos oder so. Dasselbe ist ja auch in der Schule.
So, zum Beispiel, wenn du in der Schule gemobbt wirst, wo das Ganze nochmal viel realer ist, weil du physisch anwesend bist. In der heutigen Zeit finde ich das sogar schlimmer als früher. In der heutigen Zeit gibt es soziale Medien. Du verlagerst das Ganze. Wenn du auf dem Schulhof gemobbt wurdest früher, konntest du nach Hause gehen und ein bisschen davon Abstand kriegen. Jetzt wirst du in der Schule gemobbt. Keiner konnte deine Vergangenheit verfolgen. Aber heutzutage gibt es irgendwelche Schlägereien oder da wird eine zusammengeschlagen, es wird aufgenommen, es landet im Netz und Vergewaltigungen, alle amüsieren sich daran. Vergewaltigungen, die im Netz gelandet sind, wo dann keiner irgendwas dagegen machen kann. Das ist schon für dich das größte, der größte Schaden deiner Seele und die anderen amüsieren sich da. Ey, das ist, Mobbing ist echt ein heftiges Thema, ist das. Ich will auch nicht wieder auf eine Person drauf schießen. Interessiert mich nicht mehr diese Person. Wer auch bekannt ist für Mobbing halt, ne? Pocher. So, ja, Pocher. Definitiv. Du hast den Namen gesagt. Er macht für mich klassisches Mobbing unter dem Deckmantel Comedy. Ja. Und bei ihm, ich feiere das überhaupt nicht. Das hat man früher von einem Stefan Raab auch übrigens gesagt. Aber ein Stefan Raab war nicht der Pocher. Ja, der Stefan Raab war immer, es gab so ein Video, was er dann immer wieder so als Dinge, aber er hat keinen Namen genannt oder die öffentlich an den Pranger gestellt. Ja. So wie Pocher sagt ja direkt auch den Namen des Influencers. Und das Problem ist auch bei Pocher, was ich habe, ist, er ist kein Stück besser. Oh, warte, aber er ist auch wie so eine Zecke, wenn er sich an jemanden reingebissen hat, dann saugt er und saugt er und er hört ja auch gar nicht mehr auf damit. Und er ist kein Stück besser. Also ich meine, er macht sich gerne über Influencer lustig. Ich differenziere hier ganz klar. Es gibt durchaus Influencer, die verkaufen ein Produkt für 150 Euro und es ist Verarsche. Ja. Da bin ich für, stell die an den Pranger. Ja. Ja. Es gibt aber durchaus auch Influencer, die verkaufen ihren Tee. Lass es doch. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. So, warte. Was? Ein Tee für 100 Euro? Das ist ja ein anderer Preis. Aber er geht ja auf alle Influencer los, die etwas verkaufen. Ja. So, und ich meine, diese Leute, man kann es gut finden, man kann es nicht gut finden. Ja, aber wenn man sich dann wieder die Homepage von den Pochers anschaut, ja? Klamotten, so ein T-Shirt, was ich jetzt hier anhabe, ja? Team Pocher oder keine Ahnung, was da draufsteht, kostet was weiß ich wie viel, ne? Mhm. Da, wo ich sage, ey, das ist auch nicht richtig, ja? So, da machst du auch doch Knete mit. Dazu kommt, er spielt die größte Corona-Polizei, er ist der Prophet des Corona und stellt alle an den Pranger, die auch nur in irgendeiner Weise gegen die Regeln verstoßen. Und dann ist Amira mit ihren, keine Ahnung, TV-Kollegen hinter den Kulissen und die ohne umarmen Sicherheitsabstand, sich ohne Abstand, Maske. Ohne Maske und so weiter. Ne? Und dann war aber auch die Argumentation von ihm ziemlich schwach zu sagen, wir sind ja alle negativ getestet. Entschuldige mal bitte, aber mittlerweile sind wir das alle auch, weil wir sonst nicht einkaufen gehen können. Ich darf auch nicht mit meinen Kindern schwimmen gehen oder keine Ahnung. Die Schüler genauso. Die Schüler sind alle negativ getestet, denn sonst dürften sie nicht in den Unterricht, müssen aber trotzdem mit Masken. Und dann holt er den nächsten Ass raus und sagt, ja, okay, das ist aber unsere Arbeit, wir sind Promis und so weiter und so fort. Nein, ich finde, wir müssen alle uns daran halten. Ja, vielen gefällt es nicht, was hier gerade stattfindet. Viele würden einige Sachen gerne ändern wollen, aber es geht nicht. Es geht nicht, entweder alle oder keiner. Davon abgesehen, gut, wenn es bei dir nicht anders geht, dann bitte spiel dich doch nicht so auf und stell jeden an den Pranger, der sich in irgendeiner Form... Ich meine, vielleicht arbeiten diese Leute auch. Ich meine, mir ist auch klar, was er meint. Es ist unser Job, es ist unser Beruf, dann hättest du heute überhaupt keinen Fernseher mehr. Aber trotzdem, so wie andere auch, wie oft gehe ich in irgendwelchen Lokalen, da sind die ganzen Mitarbeiter mit Sicherheitsabstand und Masken und so weiter und so fort. Warum ihr dann nicht? Also ich habe eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz. Ja, so, dann auch bitte für die Leute, die was aufnehmen. Ja, und nochmal, wie gesagt, wenn du dann dich selber schon nicht zu 100% so daran halten kannst, du kannst nicht Wasser predigen und Wein saufen. Das funktioniert. Eine entscheidende Sache war aber bei diesem Video, und zwar... Ich bin mir sicher, wäre Amira nicht dabei gewesen und RTL wäre es nicht RTL, sondern Sat.1 oder ProSieben, dann wäre der Pocher sofort am Start und hätte losgeschossen. Ja, das denke ich auch. Wir sind jetzt das fand ich einfach traurig. Ja. So, und egal, jetzt Pocher wieder zur Seite. Wir wollten ihn gar nicht zum Thema machen. Pocher zur Seite. Aber ich finde doch, wenn man über Mobbing spricht, sofort denke ich an ihn. Definitiv. Ja? Ja. Nee, da so, sei es auch so eine Insolvenzgeschichte mit einem Boris Becker, das ist für mich Mobbing. Boah, der hat so, ich meine, Boris Becker ist eine Geschichte. Ja. Meine Meinung, es gibt sehr wenige deutsche Stars, die Geschichte geschrieben haben. Und darunter gehört ein Boris Becker. Definitiv. Das ist
ist ein, der hat als jüngster Wimbledon-Teilnehmer das Ding geholt, ja. Und und irgendwann mal lief es dann nicht mehr, so Insolvenz, dann kam der Pocher, hat sich darüber lustig gemacht, nicht ein Monat, nicht zwei Monate, also wirklich lange hinweg. Sogar mit Ex-Frauen und getroffen und öffentlich. Hat die Ex-Frauen rangeholt, hat er sich irgendwelche Preise ausgedacht, die dann auch, muss ich auch sagen, war echt total Blödsinn, da wo die Fernsehsender auch mitgezogen haben. Und hier alles ist irgendwie so ein Award, weil die traurige Gesellschaft in der heutigen Zeit nun einmal auf Mobbing steht. Ja, ja, und das Quote, fand ich einfach, fand ich einfach traurig. Mhm. So, kein macht es Spaß, insolvent zu sein. Mhm. Und der Mann hat wahrscheinlich genug Probleme und gehabt, um darüber hinwegzukommen. Und dann wird man ständig monatelang die ganze Zeit, du magst sie nicht, mach von mir aus ein, zwei Seitenhiebe und dann ist Cut. Ja. Ja, aber nicht hier durchziehen. Das ist nicht schön. Ja. Das ist echt nicht schön, sowas. So, hast du zufällig, du wurdest ja auch gemobbt. Ich wurde gemobbt, ja. Du wurdest richtig schlimm gemobbt. Ja. Deine Schwester hat gesagt, dass du wirklich weinend nach Hause gegangen bist und es dich wirklich sehr getroffen hat. Weinend nicht. Ich bin generell ein Mensch, der eigentlich nicht so weint. Ich trauere viel innerlich, ehrlich gesagt. Es hat mich aber wirklich mal mitgenommen, ja. Es fing schon in der Grundschule an, aufgrund der mangelnden Deutschkenntnisse damals. Und ich war Brillenträger und meine Eltern hatten es nicht so dicke, sage ich mal. Es wurde nur ein gewisser Teil bezahlt. Und die Brillen, die man für diesen Geldbetrag bekommen hat, die sahen auch dementsprechend aus. Das war wirklich so ein Teil war das. Und schnell hat man mir den Namen Steve Urkel gegeben. Mhm. Und anfangs fand ich das noch lustig, aber irgendwann mal hat sich dieser Name über Jahre hinweg gezogen. Bis heute. Ja, das ist mir egal. Heute, ne? Dieser Name hat sich wirklich mitgezogen und dann war ich irgendwann mal auch im Klassenraum und dann habe ich zu meiner Lehrerin gesagt, heute, ich muss früher nach Hause Brille operieren. Und dann haben die sich da alle immer lustig gemacht, kommt der Chirurg und so zu deiner Brille, richtig operieren und so. Und ich meine, ich habe auch viel dazu beigetragen. Ich habe Fred Feuerstein-Schuhe angehabt, die leuchten. Ich habe, in der Grundschule einen Backstreet Boys-Pullover angehabt. Dann war ich Michael Jackson-Fan. Und dann habe ich Michael Jackson-Schuhe angehabt, Michael Jackson-Hose, T-Shirt, Gürtel, Schultasche, Pullover, Jacke, Mütze. Also wirklich so einen richtigen Fan, den du, wenn ein Konzert von Michael Jackson da ist, der schon eine Woche vorher da steht. Ja? So. Ich find's süß. Und da wurde ich fertig gemacht, da sind auch Leute gekommen, die wollten mich zusammenschlagen auf dem Schulhof. Warum eigentlich? Und ja, einfach so, weil ich ja so gesehen ein Opfer war, weil ich diese Sachen anhatte. Und ich habe mich eigentlich nicht immer so großartig gewehrt. Ich hatte aber Glück, dass mein Bruder mit auf der Schule war und er hat sich nie was sagen lassen. Und als die dann mitgekriegt haben, wer mein Bruder ist, haben die auch abgelassen. Hm. So, ne? Und irgendwann war da eine Person, und das war so der Knackpunkt dann, ne? War da eine Person, ich war in der Stadt, und diese Person, ich habe nichts wirklich gegen solche Menschen, aber sie hatte auch eine Angriffsfläche, sie war stark übergewichtig, und sie fuhr auf dem Fahrrad und sagte dann richtig laut durch die Stadt, ey, die Werke! Und dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe richtig laut, ich dachte so, du fettes Stück Scheiße, guck dir mal das Fahrrad an, das hat schon hinten eine 8, das ist schon am Klappern. Ey, ein paar Leute in der Stadt haben richtig gelacht. Sie ist so schnell über ihn mit ihrem Fahrrad weggefahren. Und seitdem hat diese Person mir nie wieder irgendetwas gesagt. Und ich habe gemerkt, ich so, okay, das zieht. Hey, du hast doch eine große Schnauze, wehr dich doch damit. Und irgendwann mal kam dann die Brille ab, ein Aussehen hat sich dann auch ein bisschen verändert und so weiter und so fort. Und ja, dadurch, dass man gemobbt wurde, habe ich eine verbale Angriffsmöglichkeit richtig entwickelt, sage ich mal. Und seitdem bin ich ehrlich gesagt verbal sehr, sehr stark und ich lasse mir auch nichts mehr sagen. Was gibst du denn Menschen, die, oder vor allen Dingen Schülern, die gemobbt werden, was gibst du ihnen mit auf dem Weg, wenn sie in dieser Situation stecken? A, mit euren Eltern drüber reden, auf jeden Fall, wenn es im Grundschulalter ist. Und den aber auch Eltern, danach. Ja, danach können die meisten Eltern ja, eigentlich aber es ist nicht viel machen. Wichtig zu reden. Aber die erwachsenen Leute, geht zu den erwachsenen Leuten. Weil diese Leute, die mobben, die haben immer irgendwelche Vorbilder im Kopf. Das sind meistens Leute aus dieser ganzen Hip-Hop-Szene und hier und da, die das Ganze in ihren Musik widerspiegeln, diesen ganzen Kram. Und das haben die dann so als Vorbild und demnach benehmen die sich auch so. Mhm.
Sucht euch Leute aus, die etwas älter sind, die, sag ich mal, cool sind mit diesem ganzen Thema. Ja, jetzt sucht euch nicht irgendwie so ein, was weiß ich, so ein Vogel aus, wo ihr schon von alleine sehen könnt, okay, der hat seine Kindheit im Keller verbracht. Nein, sucht euch Leute aus, die verbal stark sind. Ja? Und die müssen euch helfen. Die suchen sich dann diese Gruppe aus, die da fleißig am Mobben ist, und die können dann eine Ansage geben, ganz ehrlich. Was ist, wenn ich so jemanden nicht finde? Wie kann ich das auch? Zu den Eltern. Kraft? Dann müssen es die Eltern in die Hand nehmen. Und ich bin der Meinung, beim ersten Mal reden, beim zweiten Mal würde ich den einen auf die Glocke geben. Ja, ich bin ehrlich. Auch, ja. Ich werde nicht diskutieren. Ja. Ich werde nicht diesen psychologischen Scheiß da mit mir geben. Mhm. Ja? Indem ich sage, ey, das gehört sich nicht und hier und da. Dadurch macht man meines Erachtens alles nur noch schlimmer. Dann wird das Kind als Petze betitelt und keine Ahnung was für Kram. Ich würde da einmal hingehen und sagen, so Jungs, passt mal auf, so und so, das ist mein Kind, höre ich noch einmal so ein Ding, werden wir ganz anders sprechen. So, vielleicht würde ich einen zweiten Schritt nochmal zu ihren Eltern gehen. Ja, wenn sich dann, so, nicht wenn sich dann nichts bessert, dann kriegt er mit seinen Eltern eingezogen. Dann ziehe ich die Unterhose seinem Vater über den Kopf und dann hole ich mir den Alpha-Wolf von denen raus. Ne? Dann ziehe ich ihm die Unterhose über den Kopf und dann mache ich genau dasselbe, was er gemacht hat. Ja, und es ist mir doch auch scheißegal, ob ich eine Anzeige kriege. Wirklich, ich hoffe, dass ich dann an einen Richter gelange, der ein bisschen Gefühl hat und mich irgendwie sanft davon kommen lässt. Ja? Aber ich würde es ehrlich gesagt machen. Alles andere hilft nichts. So. Mit Lehrern reden, leider Gottes, bringt das heute auch nicht mehr viel. Nein, der Lehrer geht raus, denkt sich, ja, alles klar, halbe Stunde Pause, ich gucke ein bisschen in die Luft. Nein. Ich glaube auch nicht, dass Lehrergespräche so viel bringen. Ich würde auch sagen, aber gut, ich finde auch, man sollte sich in irgendeiner Form mental so weit festigen, dass man dazu in der Lage ist, verbale Angriffe abzuwehren. Also ich denke, jeder, der in irgendeiner Form in dieser Situation gekränkt oder getroffen oder traurig reagiert, was absolut verständlich ist. Je mehr du das aber nach außen zeigst, desto größer wird die Angriffsfläche, weil die Leute wissen, dass sie dich treffen. Und genau das macht ihnen Spaß. Aus diesem Grund würde ich meistens kennt man aber auch die Leute nicht, die man mobbt, ganz ehrlich gesagt. Weißt du, was das Schlimme ist? Also ich könnte mir eine Situation vorstellen, die schoss mir gerade durch den Kopf. Ja. Da ist ein Kind, was gemobbt wird. So. Dieses Kind kommt und sagt, Papa, ich werde gemobbt. Papa nimmt dieses Kind mit, sucht sich die Gruppe aus, macht die Eltern ausfindig und fährt zu diesen Eltern hin. Wenn es normale erwachsene Menschen sind, also keine Vollassis, ne, dann bitten die einen eigentlich herein. Man trinkt zusammen eine Tasse Tee, Kaffee und man redet über die Situation. Die anderen Eltern holen ihr Kind auch dazu und schon sitzt man gemeinsam, sowohl mit dem eigenen Kind als auch mit das Kind, was am Mobben ist, und dann wird geredet. Und wenn dieses Kind, ja, was dieses Alpha-Wolf ist, ein bisschen Herz hat, dann schätze ich, könnte es Früchte ernten, dass dieses Kind auch mal sagt, okay, alles klar, es ist wohl doch nicht so richtig, was ich alles mache. Kommt es aber aus einer Vollassi-Familie? Ja, ist doch scheißegal, sind doch Kinder, sollen die doch machen. Wer sind Sie? Der Vater? Ja, kann Ihr Kind sich denn nicht alleine wehren? Müssen Sie denn jetzt mitkommen? Wenn das da schon an der Tür so anfängt, dann weißt du, okay. Da kannst du direkt sagen, alles klar, okay, Hose runter, Unterhose über den Kopf, Ohrfeige geben, weg. Ne? Ist es aber eine Familie, die sagt, oh, hallo, schönen guten Tag, kommen Sie rein und hier und da, dann weißt du, okay, könnte was werden. Ne? Ja, wie gesagt, also das Schlimme an Mobbern ist ja auch, Mobber sind ja nie Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind. Das sind immer Versager. Oder die erfolgreich sind Versager. Oder so. Du wirst niemals einen erfolgreichen Menschen jetzt außer den Pocher finden, der andere Menschen mobbt. Also aber ich glaube, beim Pocher ist auch irgendwas mit der Psyche. Ja. Nein, der Pocher ist ein Unternehmen. Ja, ich weiß nicht, wie er menschlich alleine privat unter Freunden gehört, ist. Ich habe gehört, er ist arrogant. Weiß ich nicht, möchte ich nichts zu sagen. Weiß ich nicht, aber er ist ein Unternehmen. Ja. Und er schaltet ab. Bringt, er schaltet ab, menschlich und unternehmerisch schaltet er ab. Ja. Und wie gesagt, die Gesellschaft steht auf Mobbing, das nutzt er gut aus und macht damit sein Geld. Okay, der Sinn der ganzen Sache, die ich jetzt sagen wollte, jemand, der andere Leute öffentlich fertig macht, ist nie jemand, der irgendwie, der hat mit sich selber die größten Probleme und es sind nie die Erfolgreichen, muss man ganz klar sagen. Ich habe ja auch früher jemanden gemobbt. Echt? Ja, muss also ich ehrlich sagen. Also du wurdest vom Gemobbten zum Mobber? Ja, ich wurde zum Mobber, ja. Aber das war aber auch eine Person, die mich früher immer gemobbt hat. Also hast du den Spieß umgedreht? Ich habe den Spieß umgedreht. Ich habe irgendwann mal gemerkt, mit ein bisschen Gewalt macht er mir nichts mehr. Und ich habe ihn ist dann... Ist der, den du diese Wrestling-Figur... Ja, das kommt jetzt, das kommt jetzt. Und er wird diese Geschichte auch hören. Heute sind wir übrigens sehr, sehr gute Freunde, wirklich. Das war in der Grundschule. Es war Wrestling-Time. Hulk Hogan, Bret Hitman Hart, Owen Hart und so weiter und so fort. Und er
hatte einen Vater, der hat ihn immer die Original-Catch-Figuren geholt. Ja? Ich, mein Vater, der hat mir immer diese Billig-Dinger, No-Name-Dinger geholt für 2 Mark. Ne? Und ich habe irgendwann mal gemerkt, alles klar, ich kriege ihn jetzt. Ne? Dann habe ich gesagt, gib mal die Figur her. So, dann hat er mir die Figur gegeben. Und dann habe ich irgendwie eine Regelung aufgestellt, jede Woche schenkt er mir eine Figur. Die Figuren waren nicht billig, 30 Mark haben die oder so gekostet. Das war eine Menge Geld. Und er hat mir jede Woche eine Catch-Figur vorbeigebracht. So, damit ich ihn nicht verhaue. Mhm. Und irgendwann mal kam dann der Wrestling-Ring raus. Mhm. Über 100 Mark hat das Teil gekostet. Mein Vater hat mir auch einen Wrestling-Ring gemacht, aber aus so einem Bananenkarton. Oh, der hat mir so 4 Stifte reingetan und mit so einem Seil einfach so drum. Ne? Mhm. So, und das war mein Wrestling-Ring. Und er hatte den originalen Wrestling-Ring, den wollte ich auch haben. Habe ich den Ring auch weggenommen. Irgendwann mal, und jetzt kommt's, war er mit seinem Vater bei mir vor der Tür. Mhm. Und dann haben sie... bekommen? Ich habe Haue bekommen. Er hat dann mit meinem Vater gesprochen. Mein Vater hat alles in der Tüte gepackt. Er wusste nicht, wo das Ganze herkommt. Ich habe immer gesagt, haben die mir geschenkt und so weiter und so fort. Und ja, und 10, 15 Jahre später, Disco-Zeit, dies, das. Heute, wenn wir uns sehen, lachen wir uns darüber kaputt. Und wie gesagt, ich sage immer dann auch Spaß, ey... Catch-Figur, ja. Das ist so an dieser Stelle. Deswegen kann es auch wirklich was bringen, wenn man mit den Eltern dahin geht. So. Ihr Lieben, damit ist der heutige Boatcast beendet. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben drückt, wenn ihr Channel den abonniert. Kanal abonnieren würdet, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr für nächste Woche, euch bitte, bitte lasst uns das jetzt durchziehen. Ja. Wir haben jetzt wieder eine Woche dazwischen. Okay, irgendwie. Nächste Woche, alles klar. Inshallah! Bitte, wenn ihr Themen habt, Themenvorschläge für nächste Woche, würden wir uns sehr freuen. Kommentieren. Kommentiert eure Themenvorschläge. Wir wollen Vlogs drehen. Wir machen auch Vlogs, so zum Beispiel, was machen wir den ganzen Tag oder so, dass wir wirklich so etappenweise zeigen, wie unser Tag so abläuft. Also wenn ihr darauf auch Bock habt, dann einmal bitte in die Kommentare schreiben. Und vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wir wünschen euch noch eine traumhaft schöne Woche und bis nächste Woche. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Ciao.